Wie schmeckt dir das? Level 3 geschafft. Fortsetzen zu Level 4, würde ich da mal sagen. Und wir kämpfen jetzt gegen Peach. Und zwar auf Shy Guys Wunderbahn. Auch hierbei gibt es wieder kleine Änderungen zum Original. Zum Originalzugbahn 2 ist der Zug kürzer. Denn einige Waggons wurden gestrichen. Sind die Höchstpunktzahl, da kommt sie nicht drüber. Jeder kriegt 10 Münzen. Und da befindet sich schon unser Cooper. Keine Ahnung. Und 50 Münzen müssen wir ihr geben, um zu bestehen. Ratenzahlungen sind nicht möglich. Die 50 Münzen müssen alle auf einmal bezahlt werden. Ich glaube, ich verballere nicht meine Münzen für bessere Bonbons. Wenn ich ganz am Ende beim Zugschaffner bin, erhalte ich auch 10 Münzen. Was das ganze Farmen ein bisschen beschleunigt. Ich bin echt gespannt, ob es wieder genauso laufen wird. Dass ich die ganze Zeit nur beschissen werde und deswegen es immer erst beim zweiten Versuch gerade so noch schaffe. Der Prinz voll, das Schnarschbonbon. Ah, ich verstehe schon. Alles ausgeben, damit ich beim Duell nichts gewinnen kann. Not bad. Solche Duelle sind auch immer das Highlight der Unnötigkeit. Ich finde es werde ich es so hart abziehen, also versuch's erst gar nicht. Sei denn, weil wir jetzt in der zweiten Hälfte sind, wird auf einmal der Schwierigkeitsgrad viel höher. Das kann sein. Nee. Absolut lame. Sogar noch 100 Punkte mehr. Das war erbärmlich. Da wird sie von den Goombas vertrieben. Das gefällt mir. Ich und Peach hatten aber schon immer unsere, ja, Indifferenzen in der Mario Party Historie. Zeit, um mich beim Stempelitis zu blamieren, würde ich sagen. Ich bin ganz erstaunt, dass mal was anderes dran kam. Obstrat. Apfel, Orange, Kirsche, Banane, Apfel. Das, was ich mir nicht gemerkt habe. Apfel, Kirsche. Reihenfolge ist egal. Nämlich, ich habe gerade die Reihenfolge durcheinander gebracht.
natürlich 5. Das ist ja gerade mal 66% besser als ein dummes, reguläres Plausfeld. Natürlich 10. Und einmal mit der 6. Oh, Tremorbonbon. Tremorbonbon ist gut. Dann krieg ich schon mal ein bisschen Cash. Und verliere auch wieder Cash. Dass ich jetzt ein bisschen weiter vorne bin, bringt mir gar nichts, denn ich kann mir es eh nicht leisten. Ich bezweifle natürlich auch 8-Bit, denn da kriegt man bis zu 30 Münzen, komplett overpowered, aber ja, komplett overpowered, mehr sage ich nicht. Ja gut, 30 ist halt das Maximum. Minimum sind nur 3. Aber der Durchschnitt sind 16,5 und das ist definitiv zu viel. Was wenn jetzt den Schnarschbonbon? Ich sag dazu gar nichts. Was war das für ein Schnarschbonbon? Hoch in die 10. Das ist gut. Jawohl. Wenn man beim Zug schafft, habe ich ja sogar noch genug Münzen. Noch eine Waffe gegen Peach. Oh, ich werde jetzt nach vorne gebracht. Okay, ich werde gerade so heftig vom Spiel supportet, das glaubt man gar nicht. Ich glaube, dass sie wieder gut machen für den ganzen Bullshit, der letztens passiert ist. Aber wenn sie hoch genug würfelt, kann sie gleich ziehen. Trotzdem habe ich einen Wegvorteil und einen 3x-Bonbon. Ja, sie zieht auch gleich. Okay, dreimal. Vor Peach muss ich da sein. Ja, das ist doch was. Boah, 26, heftig. Nein. Okay.
Also, das war schon ordentlich. Glückwunsch. Peach habe ich einfach sowas von zerstört. Aber so richtig. Da war es auch dabei, mit dem Süßmaul zu betrügen, aber das hat ihr auch nichts mehr gebracht. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, dass ich mit dem Steinblock sie platt gemacht hätte, hätte ich nicht das dreimal Bonbon. Also dementsprechend war das ganz eindeutig. So, wir machen noch weiter. Denn es kratzt gegen meine Ehre, einfach nach 11 Minuten einfach jetzt ein Part zu beenden. Obwohl ich jetzt befürchte, dass der Part jetzt nochmal eine Stunde dauert, aber dann ist es halt so. Koopas Stadt der Mongole. Also, hier geht es um Investments. Wäre nur interessant zu wissen, ist tatsächlich vorteilhaft bei der Map, wenn man letzter ist, weil man einfach ja alles wegsnacken kann. Das nächste Hotel ist da vorne. Jetzt weiß ich schon, wie viele Sterne man braucht. Also, es gibt drei Hotels. Ich würde sagen drei oder vier. Das ist dann sozusagen kleine Hard Mode. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wie viele Sterne ich benötige. Aber ich gehe nach oben. Und dann lande ich hier drauf und kann schon mal mir ordentlich Münzen holen. Und eventuell schon sogar die ersten beiden Sterne. Also, ich habe ja schon mal Mario Party 8 Multiplayer gebracht, also da weiß man es eigentlich schon, wie das funktioniert, aber ich kläre es gleich auch nochmal. Es hat sich ein richtig cooles Konzept gehabt, auch so in Mario Party 7, nur hier in 8 haben es aber ordentlich verbessert. Okay. Das ist niedrig. Jetzt mal ein bisschen langsam. Jupp. Jawohl, fett in die 20 rein. Also, es geht darum, in die Hotels Geld zu investieren. Wer die meisten Münzen in ein Hotel investiert hat, der hat aktuell den Stern dann, den dazugehörigen. Aber man kann auch mehr Münzen rein investieren, als der Gegner hat. Und dann gehört der Stern dann ein und hat man ihn dann vom Gegner praktisch dann abgezockt. Und es ist so, dass Hotels unterschiedliche Wertigkeiten haben. Das hier ist ein Ein-Stern-Hotel. Ab 20 Münzen wird das zum 2-Sterne-Hotel. 20 Münzen insgesamt auf alle Spieler verteilt. Und bei insgesamt 100 Münzen wird es dann zum 3-Sterne-Hotel. Mensch, stand da 3 Sterne oder noch 3 Sterne? Ich war mir unsicher, ob es 3 oder 4 Sterne ist, die man braucht. Das hätte ich gewusst, hätte ich mir tatsächlich durchgelesen, was er gesagt hätte. Damn. Okay, hier werde ich 20 investieren, denn dann wird es ein 2-Sterne-Hotel und ich habe noch etwas übrig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf 21 Münzen kommt, bis dass sie wieder da angelangt ist.
gehe natürlich nach da. Und da ist schon eventuell das Hotel, was mir den Sieg bringt. 20 Münzen, ich bin da sicher. Dass sie hochwürfelt, passt mir wirklich sehr in die Karten. Denn dann überspringt sie das Hotel von mir. Läuft. Oh mein Gott, ich trigger noch DK. DK investiert Münzen in ein zufälliges Hotel rein. Okay, es vergrößert dieses Hotel nochmal um ein paar Münzen. Und zwar in meinem Namen nochmal 20 obendrauf. Damit ist dieses Hotel auch wirklich meins. Ich weiß nicht, was bei Bowser passiert. Wahrscheinlich stiehlt er mir an Münzen. Frag mich, auf welches spezifische Feld jetzt Daisy landen will. Ja, versuch du nur. Dies Feld. Also nicht mal so toll. Muss jetzt auf Koopas Gesicht treffen. Ne, auf Daisys. Oder man trifft daneben und kriegt nichts. Ansonsten hätte man 10 Münzen bekommen. Und jetzt hat Checkpot 20 Münzen. Haben wir 10 Münzen mehr im Checkpot. So. Und jetzt natürlich mein 2x-Würfel. Natürlich möglichst schnell. Hey, nochmal ein Bonus. Da gibt es nochmal ein bisschen extra Kohle. Nein. Alles hier rein investieren. Mit alles meine ich 20 Münzen. Und damit habe ich auch diese Partie hier ordentlich, ja, gewonnen. Also man kann sich echt nicht beklagen, also da wurde ich vom Spiel heftig supportet. Nach dem ganzen Betrug von den letzten Partys würde ich sagen, dass es auch endlich mal verdient war, dass ich jetzt auch mal den heftigen Support der CPUs erhalte. Und weiter geht's im nächsten Part. Dann sage ich an der Stelle: Ciao, Leute! Wie